Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von unserem Kurs Approximation mit Fourierreihen. Ja, wir haben uns beim letzten Mal durch den Satz von Dini geknödelt. Das habe ich hier nochmal als Memo hingeschrieben. Also wir hatten in F in L1 und T aus R so, dass die Grenzwerte, die einseitigen in T plus T minus der 2π-periodischen Fortsetzung F Schlange existiert. Und wir hatten diese beiden Funktionen S, die einmal abbilden auf die Differenz an der Stelle t minus, einmal die Differenz von t plus dividiert durch S. Die sollten in L von 0π respektive in L1 von minus pi 0 sein. Dann konvergiert unsere Fourier-Reihe f Hut von k e hoch ikt punktweise gegen f Stern von t, was definiert war als das arithmetische Mittel dieser Grenzwerte f Schlange von t plus plus f Schlange von t minus. Das war der Satz von Dini. Jetzt wollen wir uns zwei Folgerungen angucken. Die eine heißt Lipschitz oder die eine ist eine Folgerung von Lipschitz, die andere ist einfach eine umbenannte. Und wir schließen jetzt wieder so einen kleinen Kreis zu einem Teil der Funktionalanalysis. Nämlich wir gucken uns wieder an so eine Art Hölder-Bedingung. Also irgendwie Betrag f von s minus f von t kleiner als c mal t minus s hoch Alpha. Nur wir nennen das jetzt einseitig, weil wir das betrachten wollen in einem Grenzpunkt, in so einem T plus. Und das ist Folgerung 9,4. Und das sind jetzt wirklich zwei schöne Folgerungen, im Sinne von, die Beweise sind wirklich knackig kurz, die sich für eine Folgerung ja auch gehört. Die erste Folgerung, die wir jetzt hinschreiben, die folgt aus dem Satz von Dini, in dem wir sagen, eine gewisse Funktionenklasse ist L1. Und die Folgerung, die wir daraus ziehen, ist einfach nur, wir nehmen diese Lipschitz-Folgerung, die wir jetzt hier hinschreiben werden, und setzen einen Parameter gleich 1. Also das sind wirklich zwei schöne, kurze Sachen. Die Formulierung dieser Folgerung ist ein bisschen fummelig. Wir nehmen uns mal ein f in L1 minus pp, so wie es der Satz von Dini ja auch macht. Und dann soll f Schlange für ein Alpha, also erfülle für ein Alpha zwischen 0 und 1, aber nicht für 0, für irgendein T aus R die sogenannte einseitige Hölder-Bedingung. So, was ist die einseitige Hölder-Bedingung? Die ist einfach folgendermaßen hingeschrieben. Es gibt ein Eta größer 0 und eine Konstante C größer 0, so dass für alle S aus 0 bis Eta der Abstand von T plus oder minus S minus F von T plus minus, und jetzt muss man aufpassen, das muss ja nicht zwingend definiert sein, hier müssen wir die Fortsetzung nehmen, das soll kleiner gleich sein als diese Konstante c mal die Abweichung s hoch Alpha. So. Die soll erfüllt sein für f Schlange. Dann konvergiert die Fourier-Reihe punktweise. Das heißt, dann haben wir Summe k gleich minus unendlich bis unendlich f Hut von k e hoch ikt gleich f Stern von t. Jo. So, sieht auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen beängstigend aus. Aber es ist tatsächlich gar nicht so großartig, was zu tun. Denn im Beweis können wir jetzt einfach mit dem Satz von Dini auf eine Funktion drauf kloppen. Und zwar auf welche? Naja, irgendwie auf dieses Betrag s hoch Alpha, aber nicht ganz, weil wir müssen dieses durch s hier berücksichtigen. Ja, durch s heißt, ja gut, einer weniger. Also Betrag s hoch Alpha minus 1. Das gucken wir uns an. So, und jetzt ist es so, wir haben Alpha größer 0. Das ist gut. Dann liegt nämlich diese Funktion, die s abbildet, auf Betrag s hoch Alpha minus 1, auf jeden Fall in L1. So, f selber ist eine L1-Funktion. Diese Abbildung liegt in L1, das heißt, diese Quotienten hier erfüllen gerade den Satz von Dini.
Die T plus T minus existieren, sonst würde diese Abschätzung hier nicht funktionieren. Also wenn diese einseitige Hölder-Bedingung erfüllt ist oder wir die hinschreiben können, sinnvoll, dann müssen diese Grenzwerte ja da sein. Ja, das heißt, alle Voraussetzungen von Dini sind erfüllt mit dieser Setzung, mit dieser Tatsache hier. Für Alpha größer 0 ist das Ding in LL1. So, das heißt, Dini Behauptung. Na, die ist ganz schön, weil diese einseitige Hölder-Bedingung, die ergibt sich manchmal recht natürlich. Wir werden auch gleich, glaube ich, ein Beispiel sehen. Ja. So. Das heißt, wenn wir irgendwie einer Funktion ansehen, dass sie diese einseitige Hölder-Bedingung erfüllt, dann haben wir gewonnen, weil dann wissen wir sofort, okay, unsere Fourier-Reihe konvergiert punktweise gegen das F-Schlange. Man kann das jetzt sogar noch auf die Spitze treiben. Man kann hier noch das F-Stern durch wirklich F-Schlange ersetzen, wenn man fordert, dass das F-Schlange diffbar ist. Das ist die Folgerung 9,5. Wenn wir haben F in L1 von minus Pi bis Pi und wir fordern, dass F-Schlange in T aus R differenzierbar ist, dann konvergiert meine Fourier-Reihe sogar gegen F-Schlange an der Stelle T. So, warum ist das so? Naja, also wir wissen, wenn diese Reihe konvergiert, dann konvergiert sie gegen das F-Stern. Und für eine diffbare Funktion ist das F-Stern gerade F-Schlange. Nur weil dann diese Grenzwerte existieren, weil das Ding dann stetig ist. Das heißt, spannend ist ja eigentlich nur, warum konvergiert überhaupt diese Reihe punktweise? Hölder-Bedingung. Ne? Dieses F-Schlange, wenn das diffbar ist, erfüllt ja via Differenzenquotient diese Bedingung 9,2 mit Alpha gleich 1. Weil wenn ich Alpha gleich 1 setze und durch das Betrag S teile, steht auf der Seite der Differenzenquotient. Der ist aber natürlich beschränkt durch die Ableitung in der Funktion. In der Stelle t. Ne? Also Alpha gleich 1 in Folgerung 9,4 sagt, wir schreiben es mal einmal ganz blöd hin, es existiert ein Eta größer 0 und ein c größer 0, sodass für alle s aus 0 bis Eta, ja, 0 muss weg sein, gilt. So, und jetzt stellen wir direkt um. F Schlange T plus minus S minus F Schlange von T plus minus durch S Betrag kleiner gleich C. So, das muss irgendwie erfüllt sein. Naja, ist auch erfüllt. Eta gleich Pi. C gleich F Strich oder F Schlange Strich. Na, gönnen wir uns als Schlangenstrich an der Stelle t. Na, wir wissen, das Ding ist differenzierbar, das heißt, dieser Wert existiert und ist sogar gleich diesem Bruch, nur weil das ist ja gerade der Differenzenquotient. Ja, und damit ist diese einseitige Hölder-Bedingung für eine differenzierbare Funktion eben gegeben. Ja, und damit haben wir es an der Stelle, dass die Fourier-Reihe dann sogar gegen das F-Schlange konvergiert. Und hier sehen wir, diese einseitige Hölder-Bedingung ist gerade im Falle Alpha gleich 1 super sinnvoll und super nützlich, weil das ist einfach nur der Differenzenquotient in diesem Punkt t. Ja, weil für eine stetige Funktion ist das hier ja egal. Das ist ja einfach der Wert von t, von f an t. Ja, das heißt, wenn wir wirklich Alpha gleich 1 haben, dann haben wir hier einfach nur den Differenzenquotienten. Ja, und wenn wir halt Alpha kleiner 1 haben, dann schwächen wir unseren Differenzierbarkeitsbegriff ab. Ja, das ist das. Also da passen mehr Funktionen rein, weil einfach da unten mehr zugelassen ist im Nenner. Aber für Alpha gleich 1, das ist einfach nur Differenzenquotient. Gut. Dann schauen wir uns doch mal ein Beispiel an, bevor wir dann das Kapitel mit dem Riemannschen Lokalisierungssatz schließen. Und das machen wir heute auch in der Folge alles fertig, weil das sind alles kleine, kleine Sachen. Müssen wir schon wieder 9 schreiben. Habe ich da oben 9 geschrieben? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich hoffe nicht.
Ich habe da nur, ich habe überall schon wieder 9 geschrieben. Man sollte sowas wirklich fundamental einmal wegtipexen in so einem Skript. Alles Folgerung 7. Folgerung, also hier Nummer 7. Ach, Mann, ey. 7. Und 7. So. Jetzt. So, wir gucken uns mal wieder eine Funktion an, die wir schon kennen. Und zwar die Funktion h von 0,2 Pi nach r. H von t soll sein Pi minus t halbe, falls wir zwischen 0 und 2 Pi sind und 0 sonst. Ja, das war diese Sägezahnfunktion. Und zwar hatten wir die benutzt in Beispiel 3,5. Und zwar Beispiel 3,5 sagte uns dann, diese Funktion hat eine assoziierte Fourier-Reihe, h von t, Summe k gleich 0 bis unendlich, Sinus kt durch k. Ja, das war Formel 3,2. So. K gleich 1, Entschuldigung. K gleich 0 wäre doof. Jetzt hatten wir in 3,5 gesagt, naja gut, wir haben schon mal uns überlegt, dass das gleich ist, indem wir Satz 3,4 benutzt haben. Was war Satz 3,4? Satz 3,4 war einfach die Aussage, wenn wir eine L1-Funktion haben und t aus R so, dass das f Stern existiert, dann konvergiert unsere gemittelte Folge Sigma n, also die arithmetischen Mittel, die konvergieren gegen f Stern. So, jetzt sind wir ja in der Situation, dass wir einen weiter sind und nicht mehr die arithmetischen Mittel nehmen. Jetzt kriegen wir das nochmal anders raus, nämlich über diesen Satz von Dini, respektive über die Folgerung über die Hölder-Bedingung, also über diese 7,5 hier. Wir wissen jetzt nämlich, okay, h von t ist ja eine differenzierbare Funktion. Alles gut. Für 0 kleiner t kleiner 2 Pi. Für t aus 0 2 Pi natürlich nicht, aber es ist eine Nullmenge, ist uns egal. Wir wissen also, h erfüllt für 0 kleiner t kleiner 2 Pi die einseitige Hölder-Bedingung. 7,2 mit Alpha gleich 1. So, daher mal wieder im Skript was anpassen, weil hier müssen wir halt 0 und 2π ausnehmen und dürfen es nicht anwenden, weil das ist die Funktion nicht differenzierbar. Und dementsprechend darf es auch keinen Differenzenquotient geben. Dementsprechend folgt, dass Pi minus t halbe gerade ist die Summe k gleich 1 bis unendlich Sinus kt durch k für t zwischen 0 und 2 Pi. So, damit haben wir punktweise Gleichheit hier an der Stelle nochmal gezeigt, nur halt als Anwendung dieses Satzes von Dini über die Folgerung über die einseitige Hölder-Bedingung. Wenn man jetzt Spaß hat, kann man hier mit dieser Formel also Pi darstellen. Beispiel t gleich 1, dann ist Pi halbe gleich 1/2 plus k gleich 1 bis unendlich Sinus kt durch k. Ja, einfach hier 1/2 eingesetzt auf die andere Seite gebracht. Also könnte man Pi schreiben als 1 plus die Summe von k gleich 1 bis unendlich zweimal den Sinus von kt durch k. Ja, das ist halt an der Stelle eine ganz nette. K mal t ist da natürlich auch nicht mehr. Ja, Sinus k. Kriegt man dann halt gerade hier diese Darstellung raus für Pi. Ist ganz nett, ist aber jetzt nicht wahnsinnig numerisch approximativ.
Ja, aber nur um das mal so zu sagen. Also wenn man so Fourier rein hat, kann man ganz nette Sachen machen. So. Beenden wir das Kapitel zur punktweisen Konvergenz. Schauen wir uns den Riemannschen Lokalisierungssatz an. Ja, was sagt der? Wir nehmen uns zwei Funktionen, g und h, aus L1 minus pi bis pi, sodass g Schlange gleich h Schlange ist auf einem kleinen offenen Intervall um t aus R. So, was ist ein kleines offenes Intervall? Zum Beispiel t minus Epsilon, t plus Epsilon, Epsilon größer 0. Vorzugsweise klein. Ja, das ist ein kleines offenes Intervall. Also egal wie groß die Menge ist, man kann es hinterher aufpumpen. Dann gilt, wenn ich mir die Partialsumme angucke, k gleich minus n bis n, g Hut von k minus h Hut von k mal e hoch ikt, also die Differenz der Fourier-Koeffizienten, dann geht die für n gegen unendlich gegen 0. Das heißt, ja, diese periodischen Fortsetzungen g Stern und h Stern sind quasi an der Stelle t gleich. Ja, das ist das, was hier raus folgt. Also das heißt, wir brauchen nur Gleichheit einer Funktion auf einem ganz kleinen offenen Intervall vorne. Dann ist es auch gleich auf dem Ganzen. Also dann funktioniert die Fourier-Reihe auf dem Ganzen, in diesem Punkt halt eben auch schon. Das ist die gleiche. Genau. Heißt also, Fourier-Entwicklung ist im Wesentlichen eine lokale Eigenschaft. Ich habe schon wieder 9 geschrieben. Weil ich habe es auf dem Rechner, ich habe es ja auf dem Bildschirm hier vor mir stehen. Na, es ist ja nicht so, dass ich hier nur vom Blatt abschreibe. Egal. So, also kleines Intervall, kleine Menge, wo die Funktionen gleich sind, heißt sofort, Fourier-Entwicklungen sind gleich. So, wie beweisen wir das? Naja, man nutzt jetzt einfach die lokale Eigenschaft aus und zeigt, dass das ganze Ding eine Hölderbedingung erfüllt. So, Voraussetzungen. Wir wissen, diese Funktionen sind gleich auf dem kleinen offenen Intervall. Das heißt, es gibt ein Eta größer 0, sodass G Schlange S minus F Schlange S, H Schlange, minus H Schlange S gleich 0 für alle ST aus minus Pi Pi, da sind die Dinger ja definiert, mit S minus T kleiner gleich Eta. Ne? So, S minus T kleiner gleich Eta. Heißt also, wir können die Funktion g minus h betrachten und uns mal diese Hölder-Bedingung hier angucken. G minus h ist 0 an der Stelle. Ne? Minus g minus h, also ne, von dem t plus, da sind sie gleich. Das heißt, es ist 0. Das heißt, hier steht im Prinzip irgendwas, was halt beschränkt ist. Minus 0. Und das ist definitiv kleiner gleich als eine Konstante, nämlich das Maximum dieser Funktionswerte Differenz auf diesem Intervall mal Betrag s hoch 1. Ne? Aber wir können es ja wieder auf die andere Seite bringen. Das ist so ein bisschen das gleiche Argument wie hier oben. Ne? Wir gucken uns einfach den Differenzenquotienten an. Nur halt nicht zwingend mit dem Alpha gleich 1, sondern wir dividieren durch das Betrag s hoch Alpha. Aber da das Ding eben hier gleich 0 ist auf einer Umgebung, dann können wir das eben entsprechend da zusammenziehen. Man muss nur dieses Eta groß klein genug wählen in der Hölderbedingung. So, das heißt, die Funktion f gleich g minus h erfüllt 7.2 mit einem Alpha aus 0,1. Das muss nicht zwingend Alpha gleich 1 sein. So,
Das heißt, nach 7.5, nee, 7.4, Entschuldigung, konvergiert bei SK gleich minus unendlich unendlich F gut von K E hoch IKT ist gleich das F Stern von T. Das ist ja gerade 7,4 gewesen. Wir gehen nochmal um kurz zurück. 7,4 sagt gerade, das kommt raus. F Stern von T ist 1/2 mal F Stern von T plus minus F Stern von T minus. Aber F Stern von T plus ist ja gerade G Schlange. Nicht F Stern, sondern F Schlange. Ist ja gerade G Schlange T plus minus H Schlange T plus minus G Schlange T minus minus G H Schlange T minus gleich 0 gleich 0 gleich 0. Ja, und dementsprechend kann man es jetzt auseinanderziehen. Das hier ist ja so mal K gleich minus unendlich bis unendlich. G Hut von K minus H Hut von K E hoch IKT. Ja, das geht dann gegen 0, weil der Limes, also die Partialsumme hier ist halt gleich 0 und das ist dann genau dieser Grenzwert, der hier steht. Und damit ist der Riemannsche Lokalisierungssatz bewiesen. Wo liegt der Schluss oder wo liegt die Voraussetzung? Die Voraussetzung liegt halt hier, ne? Es gibt ein Eta größer 0, sodass eben diese Differenz 0 ist und das ist eben hier dieses kleine offene Intervall, das wir um T aus R finden, wo die beiden Dinger übereinstimmen. Gut, dann sind wir an dieser Stelle mit der punktweisen Konvergenz von Fourier-Reihen durch und werden uns dann jetzt im letzten Kapitel noch funktionalanalytische Methoden zu Gemüte führen, die dann ein bisschen die, sag mal schnell, diese Geschichte beleuchten rund um die Fourier-Abbildung. Ja, und da steht uns leider direkt zum Anfang der nächsten Folge ein doch etwas länglicher Beweis ins Haus. Und wenn wir den aber haben, dann können wir mit einer grundlegenden Abschätzung für Dirichlet-Kerne folgern, dass zum Beispiel die Menge aller L1-Funktionen, die deren partielle Fourier-Summen beschränkt sind, mager ist in L1. Und solche Aussagen kriegen wir dann raus, die wieder den Satz von Baer anwerfen oder das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit. Das ist der Satz von Baer in Anwendung. Genau. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.